Alter, das ist hier nicht in Ordnung. Wenn man auf Magier reagiert, aber empfindlich, Fräulein. Ja, und das war ja wohl ein Schuss nach hinten, ne? So. Der macht 13. Was macht unserer drin? 14. Ich würde ganz gerne mal einen mitnehmen, gucken, ob wir den aufwerten können. Und wenn ja, was der dann für Werte hat. Stab der Flammen nehmen wir auch mal mit. Und dann heilen wir uns mal kurz hoch. Denn da vorne kommen schon... Die Abgeschworenen nehmen sich zurück, was sie gehört. Ja, ja. So. Hübsches Outfit übrigens. Gut. Dann sind wir hier... Ja, jetzt sind wir aber definitiv auf richtigem Kurs. Flöte brauchen wir nicht, aber den nehmen wir mit. Honigschnittchen brauchen wir auch nicht. Tomatensuppe. Jaspertrauben nehmen wir mal mit. Was liegt hier noch? Lachsfleisch, Tomatensuppe. Wer lässt denn seine Tomatensuppe so offen rumstehen? Liebe Leute. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Okay, dann gucken wir mal. Es geht bergauf. Könnten wir wieder einen Quicksave einlegen. Und da sind wir auch schon. Na, das sieht doch schon mal richtig aus hier. Himmelsrand. Na gut, jetzt sind wir zwar wieder draußen, aber wahrscheinlich weit oben in der ruinierenden Ruine. So, gucken, was sie hier für uns haben liegen lassen. Jagdbogen. Lecker. Ausdauertrank nehmen wir auch mal mit. Ja. Was? Nein. Oh, bin so doof zum Bogenschießen gerade. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ah, ein falscher Schrei aktiv. Oh, er hat auf jeden Fall ein schicker Helm. Das muss man ihm lassen. Dornenherz nehmen wir mal mit. Kerker, der Kopfschmuck. Naja, schick, schick. Aber lassen wir mal. Den wollen wir gar nicht. So, bevor wir da zu dem komischen Knastbruder gehen. Rindseintopf. Boah, diese Ketten, ey. Ich habe doch kaum Händler, wo ich den Schmuckscheiß loswerden kann. Aber wenn wir den einen finden, man kann auch später skillen, dass man quasi alles an jeden Händler verkaufen kann. Da sollten wir uns auch möglichst schnell hinbewegen. Nice. Den Schild müssen wir auf jeden Fall für Lydia mitnehmen. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. 45, ja. Und das Orkschild hat unaufgewertet 44. Das klingt natürlich vielversprechend, auch wenn es dann optisch nicht mehr zur Rüstung passt. So, das Zeug können wir irgendeinem Alchemisten in den Rachen schmeißen. Ah, und wer bist du? Ah, okay. Na, die verehren die Bella aber auch nur auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Ja, zu dir kommen wir gleich. Erstmal hier gucken. Okay. Logrolf, der Starrsinnige. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Noch mal eben Schluck trinken. Wer hat uns denn geschickt? Boetia hat mich geschickt. Spielt das eine Rolle? Molag Bal. Wir können es ja mal mit überreden versuchen. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Und jetzt erzählt mir noch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Okay. Dann halt so. Ihr? Ein Diener des Königs der Korruption? Habe ich denn eine Wahl? Nö, eigentlich nicht.
So. Das hätte ich aber doch ganz gerne mal irgendwie... Ihr da. Seid ihr hier? Retten! Ich habe jetzt keine Lust, den hier... Niemand wusste, wo ich... stechen. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Na, ja, kommt gut. Hier. Ich werde keine Fragen stellen. Schneidet mich los! Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Okay. Na gut, dann war es halt doch das mit dem Priester. Da lang. Hey, ich will auch raus. Gut. Kommen wir hier jetzt heil runter. Ach komm, wir nehmen für den langen Weg. Uns kann ja nichts passieren hier. So, aber so hat es den Vorteil, dass wir dann halt gleich nicht ewig auf Lydia warten müssen. Wenn wir da jetzt runtergesprungen wären, dann wäre die erst beim nächsten Teleport quasi wieder bei uns, wenn sie denn dabei gewesen wäre. Da geht's lang. So, Vorsicht mit den Steinen. Ja, ihr merkt, wir haben noch ein bisschen was vor uns. So eine kleine Nebenmission, die wir eben jetzt 25 Minuten knapp. Oder 20, 22, irgendwas um den Dreh müsste es jetzt gewesen sein. Und wofür? Nur um diesen trottligen Priester dahin zu locken. Was macht man nicht alles für ein paar Dollares, hätte ich beinahe gesagt. So, hier hüpfen wir jetzt einfach runter. Zack. Weil jetzt können wir auch hier rausgehen, dann ist Lydia nämlich durch den Gebietswechsel, sollte sie dann eigentlich wieder zur Verfügung stehen. Auf nach Himmelsrand. Halt den Rand. So. Jetzt könnten wir natürlich mal schauen, wenn wir dem Weg folgen, ob wir dann zu Bruckers Schanze kommen. Wenn ich das nicht völlig falsch sehe, wobei ich ja vorhin auch dachte, wir wären auf dem richtigen Weg. So. Gehen wir mal hier lang. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Irgendwo führt der Weg uns schon hin. Nicht wahr, Lydia? Ach, bist du überhaupt da? Ja. Ach, ist schade, wenn wir ihr dann jetzt den Schild geben müssen. Dann zerreißen wir ja die... Die Symmetrie, hätte ich beinahe gesagt, die Harmonie der Rüstung. Da oben brennt ein Lichtlein. Wollen wir da mal gucken gehen? Komm, wir gehen mal gucken. Wenn wir schon mal hier unterwegs sind. Machen wir mal kurz einen Quicksave. Da vorne ist nämlich eine Korundumader. Haha. Die hätte ich jetzt nicht gesehen, wenn wir nicht Quicksave gemacht hätten. Weiß zwar gerade nicht, wofür wir Korundum brauchen, aber ist mit Sicherheit nicht verkehrt, das in der Tasche zu haben. Tack, 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 tack. Ja, okay. Juti. Wieder die Waffe zur Hand. Denn irgendwas wird uns jetzt mit Sicherheit entgegenkommen. Oh, doch nicht. Ist ja enttäuschend. Lügnerzuflucht. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Ja, das wüsstest du gerne, ne? Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob wir... Nee, wir gehen da jetzt mal nicht rein. Vielleicht kriegen wir da irgendwann nochmal eine Quest für, ansonsten kann man so dann nochmal hinporten. Wir schwingen uns mal Richtung... Wohin müssen wir überhaupt? Okay, weiter Richtung Norden. Na, wenn das mal alles so richtig ist hier mit dem Weg... Freund oder Feind? Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, ja, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmann. So, oh. Da sind wir an einem kleinen Fluss angelangt. Da wollen wir mit Sicherheit nicht rein. Ja. Ah, Lager der Sturmmäntel. Quartiermeister der Sturmmäntel. Wir könnten einen Pony klauen hier. Na gut. Lassen wir es erstmal links liegen. Ist wieder ein Wegpunkt mehr, den wir kennen. Da unten scheint auch sowas wie eine Ruine zu sein. Es ist natürlich die Frage, wie komme ich da hin, wo ich hin möchte?
So, Lydia, du kannst jetzt mal eben zusehen, wo du bleibst. Ja. Wir wandern jetzt einfach mal hier um den Berg rum. Hallo? Naja, zumindest die grobe Richtung stimmt, ne? So, gucken wir mal, ob wir hier eine Ebene höher kommen. Gut, das schaffen wir. Hey, Lydia ist sogar auch noch da. Ist ja cool. Aber da vorne ist einer von diesen kleinen Mistkrabben. Ich erinnere an unseren Drachenkampf, den wir mit Mühe und Not... Oh. Müssen wir doch über den Fluss? Ja, müssen wir. Na gut. Dann nehmen wir aber die Ecke da unten bei Lydia. Na. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich... Wacholder. Ich glaube, ich stürzte, wollte ich gerade sagen. Aber das haben wir gerade nochmal so abgefangen. Ja, dann stürzen wir uns mal ins kühle Nass. Lass uns einfach mal ein Stück treiben. Sehr schön auch so diese spiegelglatte Wasseroberfläche. Naja, gut, gibt schon mal was. So, und aufwärts. Hier hätten wir jetzt Fisch fangen können, wenn wir ein Bär wären. Hier muss es irgendwo sein, denn ich sehe schon Feinde. Also, ich sehe sie natürlich nicht, aber sie sind da. Haha, ha. Wo bist du hin? Ihr seid mir nicht gewachsen. Den nehmen wir mit. So. Liebe Leute, können wir mal drüber reden? Ja. Trottel. Jawohl, der Blut. Wunderbar. Schön auseinandergenommen. Nee. Bevor wir da jetzt aber reingehen, schauen wir nochmal, was hier so rumfliegt. Ja, nehmen wir mit. Huhn durchsuchen? Nee, das brauchen wir nicht. Gut, aber so gegnertechnisch scheint hier jetzt nichts mehr zu sein, aber die Kiste nehmen wir noch mit. Das war schwer. Das war schwer. So, Stärke nehmen wir mit. Ja, die kann man mal verkaufen. Kann man auch verkaufen. Und damit sind wir fast schon wieder voll. Ich hoffe, dass da drinnen nicht allzu viel Loot auf uns wartet. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich hoffe mal, dass es nur so ein kurzes Lager. Eben rein, Anführer töten, wieder raus. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, liegt hier noch irgendwas rum? Nee. Also dann rein in Bruckers Sprungschrank. So, jetzt sind wir nämlich richtig. So. Lydia ist da, wir sind da, alle sind da. Wunderbar. Hep, 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 hep. So. Wir versuchen es mal ohne Rücksicht auf Verluste. Aber das Gold nehmen wir noch mit. So, ich habe nämlich gerade schon diese merkwürdige Markierung gesehen. Da wird gar nicht lang gefackelt. Oh, der hat direkt mal hier so einen Zauber-Heini. Hey. Lydia? Oh, geht ja gut los. Geht ja gut los. Also gegen Magie müssen wir noch was tun. Ja. Saubere Arbeit, Lydia. Orkischer Dolch nehmen wir auch mit. Die sind aber auch ausgerüstet hier. Ork-Schilde, Ork-Rüstungen. Abgeschworenen Axt brauchen wir nicht. Die Weißkappe nehmen wir mit. Kuhfell nehmen wir auch mal mit. Oh, was ist denn mit dir? Menschliches Herz. Bla 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 bla. Nee, das brauchen wir nicht. Gucken wir mal, was haben wir hier? Bärenpelz nehmen wir auch mit. Alchemiezutaten kann auch nicht schaden. Blutige Lumpen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Tragödie in Schwarz. Nehmen wir auch mal mit. Gut, haben so Anführer nicht eigentlich immer irgendwo eine Kiste rumstehen? Müssen wir eben irgendwas aussortieren hier. Ach du Scheiße. Gestohlen, ja.
Gut, ist jetzt nicht... Was haben wir denn da? Einhändige Angriffe... Nee. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht aus Versehen entzaubern. Komm her hier. Können die erstmal weg. Die braucht eh keiner. Skoma. Nee, da wirst du süchtig von. Kommt auch mal weg. Was haben wir denn noch? Mein Gott, ist das ein... Ja, die können wir weg. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kapazität. Schau mal, eigentlich haben diese Luschen doch irgendwo immer eine Kiste. Ja, sehr schön. Das nehmen wir mit. Eieiei. Scheiße, und die können wir nicht verbessern. Weil das wäre natürlich schon echt nice. Was machen wir denn da für Verluste, wenn wir die wechseln? Zwergenstiefel 37 und... Ja, okay. Boah, das ist schon ein Unterschied. Scheiße. Die behalten wir aber auf jeden Fall mal. Aber irgendwann muss hier mal weg. Wir haben viel zu viel Scheiße in der Tasche. Ich glaube, ich muss offscreen mal wieder so ein bisschen verkaufen. Stahldolch des Unbehagens. Komm, du kommst weg. Damit müsstest du doch... Ach... Haben wir irgendwas zu essen dabei? So. Na komm schon. Jetzt flitzen wir hier noch kurz raus und dann springen wir mal wieder nach Weißlauf. Weil wegen Verkaufen, Skillen, Kaufen. Wir brauchen immer noch eine Waffe, die eine Seelenverzauberung hat, damit wir die entzaubern können. Aber da... Müssen wir mal schauen, ob die Händler uns sowas anbieten. Naja, jedenfalls sehen wir uns dann in der nächsten Folge in Weißlauf wieder. Bis dahin, macht's gut.